Mann, hier sind wir wieder, live aus Köln, mit unserer Hate-Night-Show jeden Samstag um 23 Uhr. Deutschland wird 60 Jahre alt, aber nicht ganz Deutschland, sondern nur eine Hälfte Deutschlands. Die andere Hälfte ist ja vernichtet. Ja, die Bundesrepublik Westdeutschland wird 60 Jahre alt. Die DDR wird's noch, wäre es noch, würde es noch werden am 7. Oktober. Aber die Ossis dürfen ja nicht mitfeiern. Die dürfen nur unseren Solidaritätszuschlag verbraten, damit es im Osten so aussieht wie in einer frisch sanierten Wohnung, in die keiner einziehen will. Geilste Infrastruktur, aber niemand, der dort wohnt. Leere Autobahnen. Eigentlich ist Gesamtdeutschland ja erst 18. Ja, gerade mal im geschäftsfähigen Alter und schon pleite, müsste man sagen. Hoch auf dem gelben Wagen. Wo doch die Wirtschaftskrise uns alle in den Ruin treibt. So viel haben wir also auch nicht zu feiern. Und wenn man mal die glorreiche Geschichte des 60-jährigen Deutschland aufrollt, da fallen einem ganz andere Sachen ein. Tote Ministerpräsidenten in der Badewanne, erschossene israelische Sportler bei der Olympiade oder irgendwelche korrupten alten Drecksäue, von denen niemand mehr reden will. Franz Josef Strauß, Gerhard Stoltenberg, Walter Wallmann oder Günther Wallmann oder Herr Zimmermann, der Innenminister. Nein, wenn wir Deutschland feiern, dann feiern wir dieses seltsame Gebilde, das die Figur hat, die auch die Kanzlerin vorzuweisen hat. Ja, fetter Arsch, schlanker Hals, tupierte Frisur. Ja, Dänemark ist sozusagen die tupierte Frisur Rest Deutschlands. Und Bayern ist der Arsch von Angela Merkel. Während Hessen und Niedersachsen untere und obere Hüftenteile sind. Sachsen-Anhalt, das ist eher so Lende. Thüringen geht so in Richtung Titte. Herzlichen Glückwunsch, Deutschland. Ja. Zweimal Deutschland übrigens macht einmal Hitler, habe ich jetzt ausgerechnet. Das muss man aber keinem sagen. Der hat ja gar nichts mehr mit Deutschland zu tun. Die, die übrigens Deutschland feiern, sich manchmal des Deutschen Reiches rühmen, die vergessen genauso schnell, wie sie erinnern. Das ist eine komplexe und komplizierte Angelegenheit. Ich weiß auch nicht, ob ich was zu feiern habe als Resident Deutscher, Renitent Ex-Türke. Ja. Außerdem, was feiern wir denn schon? Wer gibt uns denn was? Ja. Gibt mir Deutschland was, damit ich feiere? Nein, ich muss Deutschland was geben, damit die, die oben dran sind, besser feiern können. Ja. Gesine Schwanz und Horst Schrotter. Und was weiß ich, was wir sonst noch für Repräsentanten haben in diesem wunderbaren Land. Ja. Und Rollstuhl-Göbbels Schäuble kraxelt hinterher und singt vielleicht endlich mal alle Strophen der Nazi-Onal-Hymne. Egon hat einen neuen Wagen. Und zwar den Opel Wurst. Ab sofort bei ihrem Händler um die Ecke. Ja. Deutschland ist nichts anderes als irgendwas auf einem Humpelbein. Wenn es wirklich ein komplettes Deutschland wäre, da hätte man ja vielleicht Grund zu feiern. Wobei ich nicht stolz bin. Ich kann ja nicht auf eine Fahne stolz sein. Es sei denn, es ist eine Fahne, die aus meinem Mund weht. Ja, ich kann ja nicht auf eine Nation stolz sein. Ich kann auf irgendwas stolz sein, was ich erreicht habe. Ja, aber ständig wird uns suggeriert, Deutschland einig, Vaterland. Deutschland, 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 Deutschland. Und dann, wenn wir es zu laut schreien, heißt es, pssst, nicht zu laut. Sonst wird aus dem Nationalstolz noch falscher Chauvinismus. Was interessiert mich das? Ja? Falscher Chauvinismus. Lass es doch richtigen Chauvinismus sein. Dann hat es wenigstens eine Substanz als dieses geheuchelte Patriotentum. Ja, Herr Lammert wird wahrscheinlich demnächst wieder im Bundestag durchs Mikrofon rülpsen. Wir müssen eine deutsche Leitkultur haben. Die einzige deutsche Leitkultur, die ich erkennen kann, ist Larmoyanz und Wehleidigkeit, Weinerlichkeit, ja, und Aggression zugleich. Minderwertigkeit und Größenwahn, Banalität und Grausamkeit. Ja, herzlichen Glückwunsch, Deutschland. La 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 la.
auferstanden aus Ruinen. La, 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 la. Der arme Kreisler. Ja. Nächste Woche sehen Sie Guido Westerwelle. Ja, meine Damen und Herren, das war's schon wieder. Nächste Woche sind wir wieder hier, pünktlich um 23 Uhr.